Ja, und voll schnell, aber nimm deine Dreckspfoten von meinem Lederlenkrad. Gruber, gespielt von Manuel Rube, ist Mitte 30 und lebt schnell, teuer und egozentrisch. Sein Geld verdient er, wie sollte es anders sein, in einer Werbefirma. Seine Freizeit verbringt er abwechselnd im Fitnessstudio, in einer hippen Bar oder im Bett mit einem Fashion-One-Night-Stand. Sehr geehrter Herr Gruber, nach mehreren Versuchen, telefonisch mit Ihnen in Kontakt zu treten, ersuchen wir Sie auf diesem Weg, sich ehestmöglich mit der onkologischen... Doch dann geht alles schief. Eine plötzliche Krebsdiagnose wirft ihn aus der Bahn. Du bist ein krankes Arschloch, dass du sowas postest, ja? Du hast überhaupt keine Freunde, oder? Geh halt doch deine Pappen mit deinen blöden Schnösel-Deppen-Geplappere. Ich dachte, wir tun eigentlich so, als hätte ich den Brief nie gesehen. Auch nicht auf die schlechte Nachricht gefasst ist deren unfreiwillige Überbringerin. Sarah, eine DJ aus Berlin und eigentlich so gar nicht Grubers Typ. Für Gefühle hat er keine Verwendung. Aber ungefragt sind plötzlich so viele davon da. Den verwässerten ESO-Scheiß kannst du wieder einstecken. Der hat dir als Kind sehr gut getan. Einem krebskranken Globuli geben, das ist wie... Weißt, einem krebskranken mit Globuli kommen, verstehst? Die österreichische Produktion basiert auf Doris Knechts Debütroman über einen oberflächlichen Schnösel. Ein Überraschungserfolg, der nun von der Wiener Filmemacherin Marie Kreuzer tragikomisch für die große Leinwand adoptiert wurde. Johnny, du bist voll aggro. Ich gebe dir 5 Euro, wenn du nicht heulst.